Wir haben da wirklich einen ganz schlimmen Unfall, wie ich ihn in meiner langjährigen Karriere selber noch nie gesehen habe. So ein junger Mann offensichtlich ist hier mit seinem Auto vom Bottenwiler Pass oben runter Richtung Zofingen gefahren. In einer Kurve ist er dann ab der Strasse gekommen. Das Auto hat zuerst zwei Bäume touchiert, passiv. Ist dann in eine Baumgruppe eingeprallt und dort hat das Auto richtig voneinander gerissen. Teile sind mehrere Meter vorgeflogen, schwere Motorenteile auch. Und der Lenker ist leider auf der Stelle ums Leben gekommen. Es ist schon verrückt, oder? Ein junger Mann, der hier sein Leben verliert auf dieser Strecke, die ja eigentlich bekannt ist und es hat seine Tücken hier. Und wir sehen immer viele Unfälle, wo Autos auch ähnlich heftig kollidieren, aber doch immer noch die moderne Fahrzeugtechnik eine Möglichkeit bietet, dass man davon kommt, manchmal auch mit Verletzungen. Aber so eine Zerstörung wie jetzt hier, also das ist sehr selten und äußerst stark ist auch. Unsere Ermittlungen sind jetzt angelaufen. Natürlich kann man jetzt noch nicht endgültig über die Unfallursache bereits etwas sagen. Aber wenn man es natürlich anschaut, ist ganz klar, die Geschwindigkeit ist hier ein wichtiger Faktor bei diesem Unfall. Darum ist er vermutlich eben auch ab der Strasse gekommen. Es können aber weitere Faktoren dazukommen. Da sind unsere Spezialisten jetzt an der Arbeit.